Hallo Freunde, hallo zusammen. Das letzte Video hat ja nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte, aber ist trotzdem gut rausgekommen, finde ich. Ich zeige es euch dann auch mal wieder, wenn es getrocknet ist. Werde es jetzt nochmal probieren, ich habe es euch ja gesagt, mit diesem Honey Gold, also in diesem Santon Animals. Die, wo das letzte Video noch nicht gesehen haben, einfach oben, ich habe es verlinkt, da könnt ihr dann reinschauen. Diesmal werde ich ein bisschen mehr nehmen, werde dann auch nicht mehr so viel erklären, weil ich konzentriere mich auf das Bild und dann schauen wir, wie es diesmal wird. Okay, und das nächste Video, da mache ich das mit diesem oder mit dieser Holzlasur. Denke ich, wird auch ganz gut. Wie gesagt, es riecht ein bisschen, klar, sind natürlich Lösungsmittel drin, aber funktioniert auch, weil wie gesagt, dieses Milk Paint bei uns nicht zu haben ist. Zumindest habe ich noch keins gefunden. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr diese fertig gemischten Döschen oder Tuben findet. Ansonsten lasst uns anfangen. Bis gleich. So Freunde, lasst uns starten. Wie gesagt, ich habe sie abgemischt hier. Mit 50% Vinylkleber und 50% diesem Santon Animals Honey Gold. Ich mache jetzt aber etwas mehr rein. Ich wollte ja nicht so viel erklären, aber ich kann ja meinen Mund wieder nicht halten. Okay, Magenta. Türkis habe ich eingemischt. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich fast zu viel rein habe, aber jetzt schauen wir mal. Mein Kaminrot. Magenta. Das reicht eigentlich schon. Sonst wird mein Becher zu voll. So. Also ganz normaler Dirty Pouring. Einfach laufen lassen. Und jetzt kommt dann das Santon Animals. Das ist zu viel schon. Okay. Mal jetzt noch ein bisschen außenrum wieder. Wie gesagt, ihr könnt hier noch unter die Farbe was drücken. Gibt dann auch noch so ein paar Flecken. Kann ich ja diesmal ein bisschen mehr machen. So. Was abputzen die Flasche. Dieses Mal haben wir natürlich auch viel mehr von dem Gold. Wahrscheinlich zu viel wieder. Wir schauen mal.
möchte nicht zu viel verlieren von der anderen Farbe. Ja, ist mir fast zu wenig Farbe. Aber ich denke mal, das reicht noch aus. Machen wir einfach so zu. So, jetzt mal schauen, dass wir überall voll haben. Und dann lasse ich es mir noch in die Mitte laufen, so wie es mir gefällt. Na, kennt ihr ja? Alles Farbe. Okay. Seht, jetzt haben wir das genaue Gegenteil, fast zu viel von diesem Gold. Also für meinen Geschmack. Ich meine, die Geschmäcker sind ja alle verschieden. Okay. Aber es hat was. Sieht fast aus wie so eine Sonne. Sonneneruption. Ja, jetzt muss man ein bisschen. Na komm, ich hab dich geladen. Okay, das ist auch nicht mehr das, was mal war. Probier's mit dem Heißluft füllen. Ich sagen muss, hier mit dem Brenner funktioniert das fast besser. Ich verstehe nicht, was der hat. Jetzt. Oh, come on. Ich hab dich doch geladen. Ja, mal wieder dieser Vorführeffekt. Ich fülle mal kurz. Da habe ich wahrscheinlich zu wenig reingetan. Okay. Jetzt wird wahrscheinlich blasen wie blöd. Okay. Also gut. Ich werde es jetzt mal wieder für 10 Minuten einwirken lassen. Und dann zeige ich es euch von daheim. Aber gut. Wie gesagt, was mir nicht ganz so gefällt, sind diese Zellen. Die sind nicht ganz schön. Aber muss ja immer nicht immer komplett rund sein. Wir schauen. Also, bis gleich. Thank you.
Okay, Freunde, jetzt mal von nahem. Es schimmert ziemlich hell, also dieses Goldene, finde ich jetzt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so auffällt. Die Kamera zeigt ja mal ein bisschen anderes Bild. Aber da müssen wir wirklich mal warten, bis die Farben getrocknet sind. Und ich denke mal, dann kommt der Effekt erst richtig raus. Da warten wir wirklich, bis trocken ist. Seht ihr hier diesen Übergang, wie das schimmert? Aber es hat was. Ich denke mal, wenn die Farben getrocknet sind, dann kommt es hoffentlich nochmal besser raus. So, jetzt seht ihr aber, jetzt habe ich wieder zu viel genommen. Erst zu wenig. Und dann ein bisschen zu viel. Aber ich finde diesen Effekt genial. So, jetzt hier noch. Und ihr seht auch hier am Rand. Auch hier. So sollte es ja eigentlich sein, ne? Finde ich. Aber gut. Wir warten ab, bis es trocken ist. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Mal auch was gebracht wieder. Nochmal auszuprobieren. Es gibt wahrscheinlich viele, bei denen es so wie bei mir ging, das nicht geklappt hat. Und dann schauen wir mal. Okay, das nächste Video mache ich jetzt wirklich mal mit diesem Holzlasur. Dann bis bald. Also macht's gut. Tschüss, bye.